Da sind wir wieder bei Alan Wake. Wir sind immer noch zum Calton Lake bei der Abreise zu finden. So langsam wird das Spiel richtig heftig, also richtig anspruchsvoll. Irgendwie haben wir uns bisher durchgeschlagen, aber Glück gehabt, der ist gerade über uns drüber geflogen. Autsch. What the hell? So. Ach du meine Güte, was? Müssen wir auf den Boden aufpassen. So. Einmal voll geheilt. Bei dem Spiel nicht unbedingt viel heißt. Oh je. Wo ist hier weiter? Hier runter. Nee. Seltsam, seltsam. Also irgendwie finde ich hier gerade keinen Weg. Ich hier weiter. Ja, da ist er. Direkt vor der Nase und nicht gesehen. Wie immer. Ich musste den Generator in Gang bringen. Welchen Generator? Den Generator. Kettensägen, Mann.
Ja. Die Dunkelheit, die die stärksten Gegner schützt, erneuert sich. Das weiß ich jetzt auch. Na, wir lassen mal die Waffe. Wir nehmen mal die Waffe. Ja, ist gut. Wir geben dem Gegner natürlich wieder eine Chance. Ja, warum kann ich ihn nicht nehmen? Weil ich es nicht geben kann. Autsch. Jo, geht grad gar nichts. Musik gefällt mir gar nicht. Ist ja fast wieder schief gegangen. Oh Mann. Jetzt geht auch die Glühbirne kaputt. Oh Mann. Manuskript. Oh. Habe ich zwei noch nicht. Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten, Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Okay. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Okay. Kehren Sie um. Autsch. Jing. Gut. Weiter reloaden. Gehorchen Sie.
keine Lust zu gehorchen. Und jetzt? Vielleicht am Cauldron Lake sind. Alice hat sie nie geliebt. Ja, wie besiegt man einen Tornado? Verdammt! Och, Menno. Ist da hier ein Kontrollpunkt hier vorne? Ich kann gerade gar nichts machen. Ja, wenigstens da ein Kontrollpunkt und... Das ist natürlich genau im richtigen Moment ein Gegenstand gekommen. Da wo ich in der Luft war. Ganz schön, dass das blinkt. Ich probier's einfach. Weil...
hört sich zumindest so an, als würde es was bringen. Ich musste sein Herz durch Licht retten. Es ist in ihrem Kopf. Sie bilden sich das ein. Oha. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen stille war, aber das war halt ein heftigeres Konzentrationsmanko hier. Der Klicker, komm, klick. Ellen? Okay. Shh, Baby. Du hast nur schlecht geträumt. Hi, Alice. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an! Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartman anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Ah. Wir können nehmen. Thomas. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Oh. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Sie den Kläger.
Ah, ich verstehe. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Ellen. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Ellen? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an. Was hast du vor, Ellen? Halt! Schalt das Licht wieder an. Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Du bist nicht Barbara. Komm, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit finden. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Okay. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Oh. Ach je. Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Hm. Alice? Die Szene kennen wir. Oh nein! Und jetzt geht die Zeit zurück. Thank you.
Alice. Hier schwörst. Das sind alle Figuren, die wir im Laufe des Spiels kennengelernt haben. Okay. Das scheint das Ende gewesen zu sein. Und ja, es hat Spaß gemacht, das zu spielen. Aber das Ende jetzt ein bisschen seltsam war. Du hast gedacht, die reisen wirklich ab. Was ist jetzt hier mit Ellen passiert? Das weiß ich nicht. Der ist irgendwie, ja, weg. Und ja, da ist es abgebrochen. Zum Spielen beliebige Tasten drücken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie mir. Und ich hoffe, ihr schaltet zu anderen Folgen wieder ein. Und ja, wie gesagt, das war jetzt Alan Wake. Und schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Alan Wake, American Nightmare ist noch dabei. Bud's Tale und Mass Effect Reihe. Lasst euch überraschen, was kommt. Tschüss.